Herzlich willkommen zurück, meine YouTube-Abonnenten und Leute, die vielleicht neu dazuschalten. Und das habe ich bis jetzt in fast jedem Part gesagt. Aber egal. So, wir haben jetzt letztes Mal hier aufgehört nach der Sequenz. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich sie nochmal vor diesem Part. Wenn ich mir das merken kann, wenn nicht, dann nicht. Ja, wir sind jetzt hier auf dem... Ja, oder im Park besser gesagt. Wir treffen jetzt Markus. Auf der rechten Bildschirmseite sieht man den. Da ist nämlich irgend so ein Pfarrer oder sowas. Und da sind viele Kinder scheinbar. Jetzt haben wir den Schön, ganzen Bildschirm. Dich zu sehen. Du fehlst mir. So. Lang ist's her. 2 Jahre. Also, was ist passiert, Lukas? Ich hab jemand getötet, Markus. Gestern Abend in einem Restaurant. Es war, als sei ich besessen, in einer Art Trance, als sei ich bloß eine Marionette. Ich sah, was ich tat, aber ich konnte nichts dagegen tun. Oh Gott. Das glaube ich nicht, Lukas. Das kann nicht wahr sein. Du wärst zu so etwas gar nicht fähig. Naja, eigentlich schon. Wir haben sie ja gesehen. Was ist mit mir los, Markus? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Ich habe den linken Stick. Du kennst mich am besten, Markus. Hilf mir. Nun... Lukas, ich weiß nicht recht weiter. Die ganze Geschichte ist so verrückt. Vielleicht solltest du... Du solltest vielleicht alles der Polizei erklären, Lukas. Stell dich lieber, bevor sie dich finden. Du glaubst doch nicht im Ernst, die Polizei nimmt mir das ab. Die stecken mich für den Rest meiner Tage ins Gefängnis und ich werde nie erfahren, was wirklich geschehen ist. Ich bin Priester, Lukas. Es ist ein schweres Vergehen, jemandem das Leben genommen zu haben. Aber ich war es doch nicht, Markus. Nach all den Jahren hat sich nichts geändert. Du hörst mir nie zu. Lukas, verlange nicht von mir, zwischen meinem Glauben und meinem Bruder zu wählen. Ich bin kein Mörder, Markus. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich will nur, dass du mir glaubst. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber ich werde nicht gegen meinen Glauben handeln. Ich muss erst Antworten finden. Ich rufe dich an. Hier. Du brauchst es wohl nötiger. Markus, du weißt, dass ich nicht daran glaube. Ui, plus ein Leben. Nice. Ich glaube, die Leben werden wir später noch brauchen. Oh nein, das kleine Kind! Dieser Junge wird auf dem Eis ausrutschen. Das muss ich verhindern. Dann würde ich mal sagen, schnell. Der Polizist vom Restaurant. Wenn ich nichts tue, stirbt das Kind. Aber wenn ich etwas tue, erkennt mich der Polizist. Was mache ich bloß? Ich will entscheiden, bitte. Jetzt, hopp, schnell. Action. Wie geht das? Achso. Erstmal überlegen müssen, wie die Steuerung funktioniert. Full Power! Da ist er. Whoop. Er ist bewusstlos. Das ist mir egal. Komm jetzt schneller. Ich muss auftauchen, bevor mir die Luft ausgeht. Oh, jetzt muss ich echt atmen. Mega. Jetzt sieht's fast so aus, als hätte ich den reingeschubst. Ja, was jetzt? Hallo? Ach so. Sein Herz schlägt nicht mehr. Ja, schnell. Vielleicht dann ist mach es doch nicht zu spät. Schnell, Junge. 1, Junge. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Eins, zwei, drei. Eins, Alter. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fuck. Die Zeit, Junge. Ah, mega. Oh, Alter. Patrouille 3. Die haben jetzt einfach gewartet, oder was? Schicken Sie den Notarzt. Geil. Hätte nicht jeder. Das Kind wäre sonst tot. Das ist ein Held. Er sprang ohne zu zögern ins eiskalte Wasser. Ohne ihn wäre das Kind da nicht mehr lebend rausgekommen. Der Polizist hatte mich erkannt. Das war sicher. Warum er mich wohl nicht festnahm? Vielleicht meinte er, wir wären quitt. Ich hatte ein Leben genommen und eins gerettet. Trotzdem wurde ich natürlich weiterhin von der Polizei gesucht. Aber als ich den Park verließ, wusste ich, dass ich mich nun wieder im Spiegel ansehen konnte, ohne mich vor mir selbst zu ekeln. Ja, geil, oder? Das wäre mal was, wenn man das könnte. So, leider ist die Folge noch zu kurz, um sie hier zu beenden. Das wäre nämlich ein optimaler Punkt, aber egal. YOLO Swag, wir gehen jetzt einfach mal zu Tyler Miles in die Polizeiwache. Herein! Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Nun setzen Sie sich. Jetzt geht's los mit dem Phantomzeichnungen. Ja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein. Macht nichts. Nein. Geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's. Okay, das wird jetzt ziemlich scheiße schwer. Ich weiß nämlich nicht, wie der aussieht. Wie... Der Mund passt nicht. Ich habe keine Ahnung. Die... Das ist schon mal besser. Und die Augenbrauen, die passen auch nicht. Der Mund passt nicht. Ach. Ja, geil. Wenn ich wenigstens wüsste, wie er aussieht. Ich kann mir so Gesichter so schlecht merken. Mal sehen. Was könnte er... Wie könnte der... Nee, das sieht irgendwie anders aus. Nimm mir das. Sieht keine das Ahnung. Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ungefähr so sieht er doch aus, oder? Nein, noch nicht ganz. Ach, jetzt habe ich falsch geklickt. Neuer Versuch. Nur Geduld. Wahrscheinlich ist es grundverkehrt und 0 bis 25 Prozent keinerlei Ähnlichkeit. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Geil. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Ja, das stimmt. Das sollten wir mal machen. Und jetzt gehen wir mal zu Carla Valenti in das Leichenschau. Punkt. Scary. Ja. Lecker. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Alter, der Synchronsprecher. Ich frage, wenn Sie nichts dagegen haben. Medizin interessiert mich. Und Autopsien auch. Ja. Wie Sie wollen. Wie so ein Österreicher oder sowas. Keine äußeren Hämatome am Körper. Auf die Plätze, what the f... An der rechten Hand 2 abgebrochene Fingernägel. Super, ich hab zwar völlig scheiße, aber ja. Ihm blieb keine Zeit, sich zu
großes Hämatom hinten am Schädel. Oh, scheiße. Hinterhauptbein gebrochen. Super. Ja, das war super. Was? Beim Fall den Schädel gebrochen? Sah aber nicht so aus. Beider Pupillen. Super. Warum sind seine Pupillen erweitert? Was hat er gesehen, bevor er starb? Drei Stichwunden zwischen der dritten und der fünften Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein. Die Stiche sind von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. Super! Der Mörder ist links. Ein Stich trennte die Aorta durch und die anderen zwei durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Hört sich toll an. Er hatte wirklich keine Chance. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Mmh, lecker. Glauben Sie, das war ein Zufall? Schwierig zu sagen. Die Chance, zufällig mit drei Stichen alle drei Hauptherzarterien zu durchtrennen, ist recht gering. Ist recht gering, ja. Aber unmöglich ist es nicht. Wurde der Tod definitiv durch die Stiche verursacht? Ja, die drei Herzarterien wurden durchtrennt. Das Herz wurde buchstäblich vom Rest des Körpers getrennt. Nice. Okay. Schöne Einrichtung, Herr Doktor. Ich habe einmal so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern, glaube ich. Genau identisch. Drei Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, na, wie hieß er gleich? Carsten oder Kirsten oder so ähnlich. Kirsten. Ja, genau, Kirsten. Kennen Sie diesen Fall? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Oh. So, jetzt kommt der spannende Teil. Den machen wir jetzt noch schnell. Ja, was heißt jetzt noch schnell? Der dauert ziemlich lang, glaube ich. Spoiler. Nee. Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Nice. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn. Und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen. Aber ich wusste noch nicht, wogegen. Ist immer schlecht, ja. Huch, was war das? Achso. Das war nur... Natürlich eine Bonuskarte. Ist klar. Genau, Hände waschen ist wichtig. Ja, plus 5. Wir sind zwar jetzt schon voll, aber... Egal. Dann schauen wir mal nach draußen. Oder was ist das? Oh, ein Händetrockner. Der ist auch nicht schlecht. Ein Bürokomplex. Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Ja, genau. Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der Nasal & Jones Bank. Ich teile mein Büro mit Warren. Ach ja, das Lustige an dem Spiel ist, der Hauptcharakter heißt Lucas, wie ich auch Lucas, sogar mit C. Wow, ist das kein Wunder. Und ich arbeite auch in einer Informatikabteilung, aber in keiner Bank. Und ich bin auch nicht besessen. Und ich habe auch, glaube ich, noch keinen Mensch getötet. Also, naja. Weißt du, wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste nochmal nach Hause, um mich umzuziehen. Na scheiße. Dieser Typ ist so komisch. Direkt unheimlich. Wie bitte? Was? Er kann in die Zukunft sehen. Nein, ich habe nichts gesagt. Ist wirklich alles in Ordnung, Lukas? Ich habe was gehört. Als ob ich Gedanken lesen könnte. Oder Gedanken lesen. Ist ja das Gleiche. Egal. Nee, wieder zumachen. Das sieht so aus wie ein
Naja, mal anziehen. Tiffany und ich. Ja, minus 5, genau. Deswegen. Sein. Ich hab's einfach noch nicht weglassen können. So. Und der nächste. Ach, falsch. Das war der falsche. Weg hier. Und ich glaube, den spannenden Teil, den machen wir dann auch in der nächsten Folge. Aber zuerst, was ist denn das? Ein Glücksbringer. Und deswegen ein Leben mehr. Und den Teil, wo wir das Leben brauchen können, den machen wir dann nächste Folge. Scheiß Telefon, unterbrich mich nicht. Mensch. Nicht mal arbeiten kann man. Lucas Kane? Hallo Lucas. Hallo Tiffany. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Passt dir heute Abend? Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Okay, wird nicht lange dauern. Ist alles in Ordnung, Lukas? Ich muss Schluss machen, ich hab zu tun. Tschüss. Nettes Gespräch. Auf die Plätze. Oh. Pass auf, die Tasse. Lille. Lukas? Stimmt was nicht? Nein, ich dachte nur, es kam mir so wirklich vor. Ich sah die Tasse fallen. Ja, und jetzt passiert's. Glaube ich. Keine Ahnung. Boah. Lille. Lukas? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. I love C++. Hallo? Perfekt. Ja. Wer tut das nicht? Nummer 62 hat ein Problem. Ich gehe hin. Nein, lass. Ich mach's. Wie du willst. Das ist eine schlechte Idee. Aber ich glaube, wir gehen erst nächste Folge dorthin. Genau so, wie ich es gesehen hatte. Wie mit den Bullen in der Wohnung. Kann es sein, dass ich Dinge sehe, bevor sie sich zutragen? Das kann sehr wohl sein. Und ich sehe, dass ihr auch nächste Woche oder nächstes Mal wieder einschaltet zu Fahrenheit. Weil das Spiel ist toll und ich bin toll. Also toll plus toll ist super toll. Also bis bald, wenn, ja, ihr wisst schon. Tschüss.